Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Botanicula. Beim letzten Mal haben wir noch einige der Emus gefunden oder sogar alle fünf, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Doch, in der letzten Folge haben wir alle fünf gefunden, die wir bislang haben. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach den nächsten. Mal sehen, wie viele wir finden in dieser Folge. Letztes Mal haben wir hier angefangen und haben uns hier so ein bisschen vorgearbeitet. Ja doch, das setzen wir jetzt einfach fort. Wir müssen in ein paar von diesen Dingen ja nochmal zurück. Jetzt gehen wir einfach mal dahin. Ach, da waren wir schon. Okay. Ja, okay. Da waren wir schon. Ich glaube, da haben wir eine Münze gefunden. Also wieder raus. Gehen wir mal dahin. Ja, da waren wir noch nicht. Aha. Irgendwie will mir das nicht gefallen mit dem Typen da oben. Okay. Da. Ah. Und das war alles? Ah, er ist zum Leben erweckt worden. Ja, so. Da haben wir einen Frankenstein. Aber bringt uns das irgendwas? Toll. Da auch? Und da wahrscheinlich auch. Ja. Oh, da ist auch was. Eine Glühbirne an einem Propeller. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay, und jetzt den Ball dazu? Nö, das funktioniert auch nicht. Da ausschalten geht nicht. Was? Jetzt sind wieder alle weg. Und da ist ein Trichter oder so. Hm. Ich habe gar keine Ahnung, was uns das bringen soll. Ach, die gehen von alleine wieder weg. Mhm. Okay. Ja, schön, aber... Da ist auch noch was. okay, haben wir da jetzt was? Mhm. Ja, ja, das war das letzte Mal alles. Okay, ja, damit weiß ich jetzt aber auch nichts anzufangen. Hm. Nö, ich habe keine Ahnung, was ich da machen kann. Dann gehen wir mal wieder. Vielleicht fällt uns was ein. Okay, das war hier. Dann gehen wir doch mal dahin. Vielleicht ist es da besser. Ah, es ist auf jeden Fall schon mal einfacher. Und seht ihr übrigens hier, der Baum hier, der hat immer noch so ein geschwollenes Auge. Das kommt von dem Eichhörnchen. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, aber da habe ich dann irgendwie nichts dazu gesagt. Egal. So, wir drehen jetzt mal an der Kurbel. Und das war alles. Mmh. Kommt eine andere raus. Und jetzt? Ah, hier, den brauchen wir, den brauchen wir. Ja, wir haben wieder einen. So, jetzt müssen wir nur noch 8 finden. Von 14 waren das, oder? Okay. Dann haben wir ja schon fast die Hälfte gefunden. Okay, mal gucken, was da drin ist. Aha. Okay. Ja. ich verstehe es gerade nicht. Einer muss jetzt da was machen. Dann sollst du das mal machen. Ach, ich muss da jetzt. Okay. ich glaube, ich habe es verstanden. So, los, nochmal. Ja, er hier soll es machen. So, da kann ich den bewegen. Okay, da ist der Ball. Ach. Ja, muss ich den jetzt treffen oder muss ich ihn nicht treffen? Ich glaube, ich muss den nicht treffen. Soll das der Dicke mal versuchen? Ja, schneller ist der auch nicht. Ich glaube, der ist sogar noch langsamer. Aha. Okay, ich verstehe es einfach nicht. Und jetzt ist er wieder bewusstlos. Nö, ich weiß nicht, was das soll. Komisch.
soll es der Pilz mal versuchen. Also wenn der Ball daneben geht, ist es nix. Ah, der Pilz kann's. Ah, okay. Ha, der Pilz kann's. Okay, los. Wir schaffen noch eins. Jawohl. Und der andere macht gar nichts. Gut, wir haben 2 Punkte. Hurra! Ja, hurra! Los! Oh, der hat's geschafft. Hm, Moment mal. Oh, oh, was war das denn? Oh nein! Na gut, wir haben noch einen Versuch. Das kriegen wir noch hin. Immerhin haben wir herausgefunden, mit wem wir das machen müssen. Ja, es ist natürlich schwieriger geworden, ne? So, und jetzt aber. Nee, der ist zu gut. Ja, das hat er nicht mehr geschafft. Gut, jetzt haben wir den auch. Juhu, wie sie sich immer freuen. Ja, okay, schön. Ja, heul, Suse, heul doch. Hast du jetzt davon. So, auf jeden Fall haben wir den Emu, das ist viel besser. Okay, jetzt waren wir, glaube ich, in allen Häuschen schon mal drin. Und da kann man sogar noch... Oh, gehen wir doch mal dahin. Oh. Mhm. Ich glaube, da sollten wir noch gar nicht hingehen. Was? Jetzt nehmen Sie ihn mit. Nee, das will ich doch gar nicht. Oh, wir kommen da gar nicht mehr weg. Wieso? Zurück geht's gar nicht mehr. Jetzt müssen wir unseren Kollegen finden. Ja, aber das wird jetzt schwierig. Kann man nach unten? Ah, da kann man hingehen. Okay. Also schnell nach unten. Aha. Moment, ich blick mal auf die Karte. Ja. Ach, da ist das mit den Rädern. Und jetzt sind wir plötzlich da drüben. Egal, wir müssen da jetzt mal rein. Oder irgendwas machen. Moment, wo ist denn der Mauszeiger? Hallo Mauszeiger. Ah, hier. Okay, das ist runtergefallen und jetzt kann man da rein. Und da ist ja unser Kollege. Ach, der sitzt da fest. Upsi. Ja. Dann müssen wir ganz vorsichtig da lang gehen. Aha, und jetzt, ja, ich würde mal sagen, da lang. Okay, das war wohl verkehrt. Dann da lang. Da lang. Und da lang. Und jetzt geradeaus. Nee, das war auch verkehrt. Dann gehen wir da lang. Nach oben. Das ist so direkt, geht der Weg nicht hin. Und hier gehe ich mal da lang. Und hier, da. Das war verkehrt. Okay, dann da und da. Auch nicht. Okay, also nach oben. Ah, das ist ein bisschen weiter. Okay. Ach, guck mal, jetzt ist alles hell. Und da kann man auch... Nee, da kann man nicht raus. Okay, wir müssen unseren Kollegen befreien. Das geht aber nicht. Ah, doch. Das müsste öfter sein. Ja, hurra. Ah, oh, Moment. Oh, da ist auch noch was. Da haben wir was und da haben wir was. Okay. Und jetzt sind wir wieder hier. Ja, gut. Also ich will jetzt nicht nochmal nach links gehen. Da musste man hingehen, um wahrscheinlich um was zu holen. Also eben dies hier. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wofür das gut sein soll. Gut, also mal im Hinterkopf behalten. Wir klappern da jetzt einfach nochmal alles ab. Und ja. Und sehen wir, was wir machen können. Da waren wir schon. Und das, ich glaube, das war alles fertig. So, dann hier. Oh ja, genau. Da fehlen aber noch Münzen. Und wir haben, ja, das hier, das geht nicht. Und das da... Auch nicht. Okay, da fehlen noch wahrscheinlich noch Münzen. Oder kann man mit der Wolke irgendwas machen? Nö. Okay, einfach nochmal raus. So, dann versuchen wir es hier nochmal. Oh,
ja, willst du vielleicht das hier? Oh ja. Okay, und ja, jetzt haben wir das wieder. Nee, das ist jetzt was anderes. Okay. Okay, gut. Ich weiß vielleicht nicht, wozu das gut sein soll, aber das finden wir bestimmt irgendwann noch heraus. Ah ja, hier. Und das sehen wir ja, da ist noch ein Emu. Nee. Vielleicht nützt uns das Ei jetzt hier was. Nö, das nicht. Das da auch nicht. Und das Salz auch nicht. Ah, jetzt haben wir den wach gemacht. Und jetzt? Nee, das nutzt nichts. Da kann ich nicht draufklicken. Ah, jetzt! Ha! Okay, gut, das haben wir auch. Ah ja, und hier war ja noch was. Das hat vielleicht auch was zu bedeuten hiermit. Nee, aber wie haben wir den Emu hier schon geholt? Also, dann ist hier wahrscheinlich nichts mehr zu machen. Gut, jetzt haben wir schon über die Hälfte. Wir brauchen noch 6. Was war denn da? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Da waren so, ja genau. Und das war ein Feuerwerk. Ja, schön. Und da war oben auch jemand, aber ich weiß gerade nicht mehr, was das war. Gut, gehen wir mal wieder. Da rein. Ja, da oben war ein Emu, genau. Und den haben wir jetzt. Also nicht jetzt, schon vorhin. Und waren wir da gerade jetzt drin? Weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, da waren wir nicht drin. Da kann man auch was machen. Da könnten wir vielleicht mal Licht machen. Hier, da zum Beispiel. Aha. Oh, jetzt gehen die alle weg. Und da hat sich noch ein Emu versteckt. Und wie kriegen wir den jetzt? Aha. Da kann man am Seil ziehen, aber... Das macht dem nichts aus. Der rennt da immer hin und her. Okay. Und kann man da sonst irgendwas machen? Oh, doch, da. Oder ist es noch? Ah, das ist noch Seil. Da nicht. Und hier? Nö. Ja, auch nicht. Ah, doch, da. Nee. Die beiden machen was. Der nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Der nicht. Oh doch, der macht... Oh, da ist was versteckt. Eine Münze. Oh, eine Münze. Nö. Und den Emo haben wir immer noch nicht. Immerhin haben wir eine Münze. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll hier. Ja, das Geräusch ertönt, wenn ich das Seil loslasse. Der rennt immer hin und her und ich weiß nicht, was tun. Ah ja, gut, dann kriegen wir das schon noch irgendwie hin. Wo war das mit der Münze? War das da? Nö. Aber da waren wir auch schon. War das dann da? Nee, aber genau, da war ja auch noch ein Emu. Nee, das mit dem Ei bringt uns da auch nichts. Da ist der Emo im Ofen. Oh, Moment mal, da liegt ein Ball. Wir wollen aber den Emu haben. Ich weiß nicht, was wir ihm stattdessen geben können. Wo sind wir jetzt da? Ich muss jetzt das mit der Münze finden. Nee, das war da auch nicht. Kann ich mir sowas merken? Nö. Ach, das hier. Moment mal, er steht jetzt hier unten und spielt Ball. Aha. Das ist anders. Aber... Da tut sich so auch nichts. Ich drück da immer drauf. Aha. Da kann man was machen. Aber wozu das Ganze?
Und jetzt will er nicht mehr, oder wie? Naja, er will nicht mehr. Er kann nicht mehr, hat keine Kraft mehr. Okay. Und wozu das gut ist, weiß ich auch nicht. Kann man wenigstens wieder einschalten? Ja, so kann man ja, aber was geschieht? Nichts weiter. Er hat immer noch keine Kraft. Ah, Moment mal, da kann man jetzt was machen. Doch nicht. Er konnte da gerade hochfliegen. Wir müssen nochmal da anschalten. Und dann da oben hin. Aber das geht nicht. Ja, dann müssen wir eben erstmal wieder... Ach so, weggehen, wenn die Animation zu Ende ist. So, jetzt hier. Vielleicht müssen wir erst woanders hingehen. Wir haben jetzt den Automaten mit den... hier für die Münzen noch nicht gefunden. Da waren wir auch schon fertig. So. Hier war das doch auch nicht. Ja, du hast Pech gehabt. Wir haben dich besiegt. Beim Ballspielen. Oh, da waren wir aber noch nicht. Nö, da waren wir noch nicht. So, da haben wir jetzt Schneebälle und einen Schneemann, der da so auf unsicherem Gelände steht. Ha, ach, der füllt jetzt wieder auf. Und jetzt haben wir hier einen Schneehaufen. Okay, das müssen wir eben ein paar Mal machen. Ah, jetzt hat er das zugemacht. Okay, und wir haben was Neues da. Aha. Und die Dinger sind auch da. Und die haben wir auch hier. Ja, und das ist der Schamane. Ah, die Ameisen. Aha, Okay. Kann man da jetzt was draus machen? Nö, mit dem Schneemann? Auch nicht. Mit dem Igel? Oh, doch, da... Da kann man was machen. Ach, da steckt da so ein Dings drin. So ein Emu. Und da geht nichts mehr. Okay, Emu, wir haben dich. Yippie, nur noch 5. Genau, nur noch 5. Und hier ist hier noch was zu machen? Nö. Jetzt kommt nochmal. Jetzt kommt ein Pinguin. Ja, gut. Was machen wir mit dem Pinguin? Kommt da noch was? Noch Pinguin. Noch mehr Pinguine. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Jetzt steht hier bald alles voll von Pinguinen. Aha, der kommt ja ein bisschen weiter. Der steht da oben. Und der steht auf dem Iglu. Okay. Der kann sogar fliegen. Ein Pinguin, der fliegen kann. Außergewöhnlich. Noch einer? Der bleibt stecken, der ist zu dick. Uff. Ach so. Ach so. Okay, jetzt setzen wir ihn dahin. Ja, gut. Jetzt, das war der letzte Pinguin. Der dicke, der war der letzte. Und der fliegt rum. Okay, gut. Dann gehen wir wieder. Wo war das jetzt? Aha, hier. Okay. Gut, wir brauchen nur noch 5. Ja, gehen wir mal dahin. Nee, das war da auch nicht. Wo war das mit dem Automaten? Da auch nicht. Aber... nee, also da kommen wir auch noch nicht weiter. Da. Nee, da kann man nichts machen. Ja, schade. Also, Moment, wo war das hier? Wo war das mit dem Automaten? Ach, guck, hier war das. Wir haben noch eine Münze. Münze, rein hier. Oh, jetzt sehe ich es. Ah, jetzt sehe ich es aber richtig. Okay.
Und jetzt fließt wieder alles ab. Und wir haben das Emo. Was ist das Emo oder der Emo? Weiß ich nicht. Okay, wir haben wieder ein Emo. Einen Emo. Ach, weiß ich nicht. Ja, jetzt brauchen wir nur noch 4 Stück. Aber wie wir diese 4 kriegen, das werden wir in der nächsten Folge sehen. In dieser Folge haben wir nicht alle geschafft, aber das macht ja nichts. Wir haben ja noch eine Folge übrig oder noch mehr, je nachdem, wie lange es eben dauert. Und was danach ist, wenn wir die alle haben... Ach, wir gehen nochmal hier rein. Das werden wir dann auch sehen. So, 1, 2, 3, 4 sind noch übrig. Genau. Ja, dann beende ich auch diese Folge hier wieder in diesem Raum. Und was machst du? Ja, du erzählst uns, was wir... machen müssen. Ja, ja, das wissen wir ja. Okay, also ich beende die Folge hier in diesem Raum. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, viel Spaß noch. Tschüss.